Vamos ver, Markus 9,50 ao 10,2. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com outros. Levantando-se, Jesus foi dali para o território da Judeia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo seu costume. E aproximando-se, alguns fariseus experimentaram, perguntando-lhe: ali está o marido e repudia sua mulher. Mas, gut ist Salz, aber wenn das Salz Geschmack los wird, wie können Sie seinen Geschmack wieder herstellen? Hab Salz in euch und seid im Frieden miteinander. Jesus stand auf und ging von dort in das Gebiet von Judäa, jenseits des Jordans, und wieder versammelte sich in die Menge um ihn, und wieder lehrte er sie nach seiner Gewohnheit. Und einige Pharisäer kamen und prüften ihn und sagten ihm: Ist es einem Mann erlaubt, sich von der Frau zu scheiden? Das Salz ist gut, wenn aber das Salz und salzige geworden ist, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch selbst und seid in Frieden untereinander. Und er stand auf von dannen und kommt in das Gebiet von Judäa und von jenseits des Jordans. Und wiederum kommen Volksmenge zu ihm zusammen, und wie er gewohnt war, lehrte er sie wiederum. Und es traten Pharisäer herzu und fragten ihn: Ist es ein Mann erlaubt, sein Weib zu entlassen, indem sie ihn versucht?